So, weiter geht's mit Outlast Whistleblower DLC. Die Typen hier sind ganz schön am Durchdrehen. Oh, hier ist sogar ein Exit. Ein Exit-Schild. Oh Gott! One of them's coming! It's not even human anymore! Wer macht das mal dicht hier? Läuft. Läuft. Dass der Kettensägenmann jetzt wieder kommt hier. Zum Glück ist noch keine Kettensäge zu hören. Oha. Ich glaube, hier war ich schon mal drin. So, eine Batterie. So, hier durch den dunklen Gang. Scheiße. Ja, doch, die Szene hatten wir ja schon. Jetzt kommt da gleich die Enge. Das enge Ding und dann kommt er da nicht. Ja, hier geht's raus. Boah. Was denn jetzt? Einfach mal direkt. Wieder draußen. I am not the sick one. You're lying, motherfucker. You're lying. I am not the sick one. Das ist eine Türchen hier. Oh, ging doch schon fast auf. Die ging doch schon fast auf. Wieder draußen. Ich bin eigentlich nicht so ein Fan von draußen. Das läuft doch hier schon wieder draußen. Alter Schwede. I am not the sick one. You're lying, motherfucker. Jetzt. Where are we now? Oh Gott, ich sehe schon wieder die Kanalisation. Kirche? Oh, es ist ja hier. Glatt übersehen. Tötet uns. Brenn das Gebäude nieder. Schlimmer als der Tod hier. Töte uns. Töte uns. Okay. Hinten ging es aber auch durch. Das ist eine offene Tür jetzt. Das war das, wo ich vorhin durchgegangen bin, ne?
sind Strom. Stromschwankungen. Ich glaube, hier sollte man nicht gegenkommen hier. Danger, High Voltage. Ja. Was machen wir denn da? Wieder zurücklaufen? Ja, bitte nicht sehen. Sehr Quatsch. Ich glaube, wir sollen sogar zurücklaufen. Ja. Die nächste Batterie ist schon alle, ich glaube. Ah ne, hier waren wir doch vorher noch gar nicht. Hä? Ich bin jetzt. Hier waren wir doch vorhin schon. Oder nicht? Ich glaube, der hat sich gerade eingeschuppert. Come to Daddy, sagt er. Ich dachte, ich habe jetzt den Strom ausgemacht. Hä? Das ist ein Quatsch. Ist immer noch an der Strom. Nicht, ne? Schalter umgelegt, Erfolg bekommen. Der Strom ist noch da, Elektrizität. Ich muss nachdenken, Lisa. Ich dachte, der Strom sei ein Beweis dafür, dass irgendetwas Normales, irgendeine menschliche Kraft noch einen kleinen Teil von Mount Massive kontrolliert. Aber nichts Menschliches oder Zurechnungsfähiges kann hier irgendetwas tun, außer zu überleben. Selbst das hält meistens nicht lange. Du warst immer die Vernünftige, Lisa. Du würdest mir sagen, ich solle mich beruhigen und mir einen Überblick verschaffen. Wahnsinn und Unmenschlichkeit beherrschen diesen Ort. Was auch immer den Strom am Laufen hält, versucht mich hier gefangen zu halten. Ich muss ihn wieder ausschalten. Schalten ihn wieder aus. Dann schalten wir ihn wieder aus. Weg. Ah! Oh! Kam er denn hier? Ist es überhaupt richtig, jetzt hier lang zu laufen? Ach, er kommt. Ach, Strom ist immer noch an. Oh, ich kann spucken. Runter. Alter Schwede, ist ja mit dem nicht ganz dicht. Es läuft ja mit dem nicht ganz rund hier. Scheiße. Was soll ich jetzt machen? Wieder anschalten oder wie? Also. Kommt er wieder. Ich komm jetzt aber nicht hier nochmal rein. Scheiße. Nein! Ach,
Scheiße, ey. Shit. Ist ja ätzend. Oh! Oh, Mann, ey. Mach hinter mir zu die Tür hier. Kommt jetzt nicht hinterher, oder wie? Doch. Kommt er hinterher? Oh, der Wallrider. Müssen wir runter. Scheiße. Da ist irgendwas im Wasser. Und jetzt. Scheiße. Wieder raus, wäre Blödsinn. Oh! Alter. Es wäre so einfach, ich glaube nicht mehr dran, die Wahrheit zu offenbaren. Es gibt keine Wahrheit, nur Lügen, die wir zu lange geglaubt haben, anstatt sie zu hinterfragen. Es sind unsere Kinder, Lisa. Ich würde den leichten Ausweg nehmen, wenn wir die Jungs nicht hätten. Ich scheiße auf diesen verdammten Ort. Ich werde alles ausstehen, um hier rauszukommen. Ich den Turm hier hoch, ja. Raus.
Komm hoch. Nein. Wie denn jetzt gelandet? An der Stelle machen wir mal kurz eine Unterbrechung und dann geht's nachher gleich weiter. Okay, danke.